Guckst, gell? Autoaktiv. Ich stehe in Lübeck am Bahnhof, bin auf dem Weg nach Pansdorf. Da steige ich wieder aus. Ab da mache ich dann mal 2 Tage eine kleine Wanderung mit ein bisschen Fotografieren, ein bisschen Filmen mit meiner Tochter zusammen. Die kommt gleich aus Hamburg hier an und dann geht es von hier aus weiter. 20 Minuten sind wir da und dann marschieren wir mal 2 Tage. Okay, und wenn ihr Bock habt, dann kommt einfach mit. Ich werde euch mal ein bisschen was zeigen. Was zu sehen gibt es bestimmt. Das Wetter ist heute Morgen ein bisschen diesig, neblig, aber es soll aufklaren, soll ganz gut werden. Okay, bleibt dabei, wir sehen uns. Pansdorf angekommen. Geht's jetzt los? Wollen wir mal sehen, was uns erwartet. Sieht so aus, als wenn es ein bisschen aufreißen würde jetzt. Aber kütt wird kütt. Und dann geht's jetzt mal los. Dann kommt mit und habt Spaß. Und zwar die Richtung. Haben wir mal vermutet, dass das die Richtung ist. Und los geht's. Vermutlich der richtige Weg. Und das soll hier, wenn ich das vorher richtig auskundschaftet habe im Internet, ein E-Wanderweg sein. E heißt ein europäischer Weitwanderweg. Ich glaube, parallel, oder nicht, heißt parallel, gleiche Weg E1 und E6, glaube ich. Markierung dafür allerdings Fehlanzeige. Nichts zu finden. Oder ich habe heute Morgen die falsche Brille mitgenommen. Keine Ahnung. Okay, wir laufen jetzt einfach mal hier. Sieht ja schon schön aus. Sieht ja aus, wie als ob man hier wandern könnte. Mein Handy sagt, das wäre ein Wanderweg. Also machen wir mal. Okay, kommt weiter mit. Da geht's weiter. Und hier gehen wir auf dem Jakobsweg. Ich glaube, das ist hier der skandinavische Jakobsweg, wenn ich nicht alles täusche. Dann gibt es noch ein Stück weiter unten. Nicht ganz so weit von hier. Da heißt er ein baltischer Jakobsweg. Ich denke mal, der wird dann abzweigen Richtung Polen, also bei oben an der Ostseeküste lang, denke ich mal, baltische. Ich glaub, der geht und das ist der skandinavische hier. Genau. Wir waren ja dieses Jahr schon mal im Urlaub. Da waren wir auch am Jakobsweg. Wir haben also schon ganz schön viele Jakobswege hinter uns. Absolution wird uns bald erteilt werden, schätze ich mal. Gut, genug gequatscht. Da geht es jetzt weiter. Diese Richtung. Ja, vergessen. Duschendorf, so ähnlich. Egal, die Richtung. Mitkommen. Unser schönes Schleswig-Holstein. Der wahre Norden. Und was weiß da hinten der Mauer? Ich weiß nicht, mein Finger ist zu dick. Da ist die Ostsee. Und jetzt kommen wir nach, wie angekündigt, vermutlich nach Duschendorf. Nee, kommen wir nicht. Wir kommen nach. Noch bin ich weit genug weg, ich könnte fast lesen. Schürsdorf, also ähnlich, ne? Nee, auch nicht. Ja? Also, Schürsdorf. Komme ich auf Duschendorf. Puh, ist vielleicht hier auch irgendwo in der Nähe. Und dann geht's weiter. Ich sag dann später nochmal, wo es hin weitergeht. Wir kommen in Schürsdorf in der Gemeinde Scharbeutz. Das finden wir alle schade. Die Schürsdorfer Speldel wurde abgesagt. Jo. Da ist die Bücherecke. Brauchst du noch was zu lesen? Nee. Ja, die haben ja halt hier. Nur noch Dorf, die haben sonst nichts zu tun, die lesen alle. Da kommt der Bauer Harms. Der hat jetzt gerade keine Zeit zum Lesen, da ist Erntezeit. Tja, und der Weißdorn hier hängt voll ohne Ende. Die haben alle Angst,
dass sie kaputt gehen. Da weil sie viel Samen produzieren. Aber es sieht zumindest mal schön aus. Und man kann ihn ja auch nutzen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr wofür, aber man kann ihn essen. Irgendwas kann man daraus machen. Marmelade oder was? Keine Ahnung. Wobei es ja eigentlich ziemlich mehlig ist, das Zeug. Ziemlich mehlig. Aber man kann es nutzen. Da haben wir mal wieder die Frage, wer weiß sowas? Und schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Was machen wir mit den Beeren des Weißdorns? Also, wer es weiß, reinschreiben. Ich würde mich freuen. Ja, schönes Häuschen. Mitten auf dem Land. Ja, und wie man gerade erkennen kann, das Wetter ist aufgegangen. Die Sonne scheint, blauer Himmel. Tatsächlich fast keine Wolken hinter uns da, aber ja, kann ein schöner Tag werden. Kommt einfach mit und dann wird es vielleicht für euch auch schöner Tag. Da weiter. Eine Kirche in Klingberg mit einem Kindergarten. So lernt man mal sein Land kennen, wie es im Moment ja alle machen. Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Ja. Gut, eigentlich kenne ich mich so schon ganz gut aus. Aber so Dörfchen hier war ich auch noch nie. Das Kreuz. Ich sehe es nicht. Ach da, ja. Es sind sogar ein paar mehr drauf. Tatsache, wir haben es gefunden. Wir sind richtig. Freunde, guckt hin. Hier, der Wanderweg. Welcher jetzt ist egal. E6, E1. Das ist das Zeichen für den europäischen Fernwanderweg. Für irgendeinen. Die Nummer steht jetzt nicht bei. Aber wir wissen ja, dass wir auf dem 1er und auf dem 6er? Oder? 1 und 6. 1 und 6 sind. Wunderbar, wir sind richtig. Naja, was so richtige Wandersleute sind, die finden immer wieder raus. Deutsche Jugendherberge. So wie der im Moment aussieht, sich darstellt, ist sie leer. Wegen Corona geschlossen, vermutlich. Sind auch ein paar Leute sind noch hier, ne? Weil da, wegen dem Hotel da in Neustadt, eins, was ich noch ausgesucht hatte, habe ich gedacht, okay, rufst du an oder buchst du schnell. Leider seit Freitag geschlossen, Saisonende. Ja, also wirklich da drüben ist, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, die geht doch erst so ab Neustadt los. Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch nicht so richtig nachgeguckt. Müssen wir. Oh, okay, was. Hier ist jetzt ab sofort die Holsteinische Schweiz. Okay. Weil hier ein paar Hügel sind. Naja, so ein Wanderweg sollte auch ein bisschen was zu bieten haben, ne? Hier, Kurpark, Spielplatz, da sind wir jetzt. Und dann geht es da weiter. Da weiter. Und da weiter. Und dann geht es halt weiter. Und jetzt geht's da weiter. Hamburg und Jörg aus Pönitz für immer und ewig dank Corona. 9.05.2020. Ja, siehst du, mitmachen. Anmalen, hinlegen und schauen, wie lang der Weg wird. Gut. Wochenendhausgebiet. Ob ich da drauf kriege, weiß ich nicht, aber. So, hier sind wir jetzt in Gronenberg. Super Wetter.
die Farben des Herbstes. So, dieser schöne kleine Ort wird immer größer, immer größer, immer größer. Der ist schon ganz ordentlich, ne? Das ist die Libelle. Ja. Schön. Schön, schön. Schönes, schönes Haus. Schön an den Hang gebaut. 1, 2, 3 Etagen. Modern und groß. Und jetzt sind wir gerade raus aus Starwetter. Es geht dahin weiter. Nächste dürfte dann, ja, weiß ich auch nicht, Övelgönne vielleicht schon sein. Ja. So, mitten in der Walachei hier ein kleines Herrenhäuschen. Die sind auch gegen die Beltquerung in jeglicher Form. Wobei der Belt ist vorne oder hinten? Der Belt ist vorne. Der Belt ist vorne, die sind gegen die Beltquerung. Da muss eh eine neue Brücke hin. Da wollen sie alle mit dem Schiff wieder reinfahren. Ja, ja. Gut, ich sag mal nix. Schönes Haus. Weiter geht's. Da hinten ist der Hansapark. Das Türmchen, was ihr da seht. Den lassen wir heute aber mal rechts liegen. Und dann geht's einfach weiter in die Richtung. Die. So, das Ding nennt sich jetzt hier Hof Altona. Man könnte meinen, wir sind wieder in Hamburg gelandet. Hier, na, ein schöner Hof nochmal hier. Da können wir vielleicht hier reingucken. Ah, riecht schöner Heu. Stroh. Alles ausgeflogen. Keiner zu Hause. Das sind bestimmt Pferde. Ja, ein schöner Hof. Vermutlich ein Pferdehof. Stallungen sind leer, wie gerade gesehen. Kann man haben. So, Freunde, wir sind in Övelgönne. Hier geht es jetzt gleich irgendwo rechts ab. Diese Richtung da hinten, grob. Tippen wir mal so auf 4 Kilometer. Sind wir in Neustadt, da wollen wir hin. Aber mit meinen Einschätzungen haben wir heute schon mal ganz schlecht gelegen. Aber kommt wie kommt. Da ist ja auch was angemalt. Da steht es tatsächlich. Hey, Micha, du bist ein Ass. Wahnsinn. Manchmal jedenfalls. Da steht es auf der Laterne. Freunde. Wenn ihr mir nicht glaubt, da steht's auf der Laterne. Hier sollen wir jetzt rechts abbiegen. Und hier habe ich mir vor 30 Jahren, fast 30 Jahre her, mal eine Hütte angeguckt, wollte ich kaufen. Und zwar ganz da vorne stehen 2-3 Häuser, so parallel zur Straße. Da war eins zu verkaufen. Gut, war nix. Weil sonst wäre ich jetzt gleich zu Hause. Ein schöner, alter, großer Stall hier. Nicht klein. Landmaschinen oder Heu. Wahrscheinlich Maschinchen. Fängt an zu regnen. Altes Auto. Hallo. Ja. Coole Scheune. Ja. Eine coole Scheune. Gut, jetzt kann kurz regnen, wenn du willst. Wir könnten uns gerade unterstellen. Man trampelt gerade so ein bisschen. Ja, hoffentlich. Das bleibt hier. Das kann echt sein. Oh ja. Eine Allee für uns Fußgänger. Und da, jetzt muss ich mal die Brille aufsetzen. Damit ich auch hinzeigen kann. Kann ich wahrscheinlich nicht, aber da.
Regenbogen. Weiß nicht, ob man sehen kann. Nicht so ganz ausgeprägt, aber ja, man sieht ihn. Aber jetzt laufen wir mal so ein bisschen über freie Fläche. Hatten wir heute noch gar nicht. Jedenfalls nicht so in dem Maße. Sieht man mal die Hügellandschaft. Ich weiß, man kann es nicht so gut erkennen, aber da hinten, wir nähern uns der Ostsee. Neustadt naht. So Freunde, wir sind in Neustadt, in Holstein, angekommen. Zuerst am Rande, Industriegebiet, aber so weit wird es nicht mehr sein. Kilometerchen vielleicht. Dann sind wir in der Stadt. Dann werden wir unser Hotel aufsuchen, uns frisch machen und dann werden wir völlig noch ein bisschen Hafen gucken und essen. Wahrscheinlich. Ja. Gut, okay, vielleicht melde ich mich gleich noch mal aus der Stadt. Am Hafen da irgendwo, wenn es da was Schönes zu sehen gibt, gibt es bestimmt. Melde ich mich noch mal kurz, komm noch mal kurz mit. Wir sehen uns gleich. Ciao, da bleiben. Ein Teil der Marina. Da. Hospital zum Heiligen Geist. Aber was viel interessanter ist, wir sind hier in Neustadt, Holstein. Eigentlich, sag ich mal so, kriegt schon Hau, wenn er einer sieht, aber voll, die Parkplätze sind voll hier. Deutschland entdeckt sich selbst. Okay, sein muss. Unser Hotelzimmer. Wo wir schon mal hier sind, ob ich schon Ende weiß ich nicht, aber wir sind im Hotel. In Holländers Ruhe.